Germania präsentiert. Deutsche Nationaldenkmäler. Teil 9. Die Bismarcktürme. Eine Gesamtschau. Ja, was ist eigentlich ein Bismarckturm? Wikipedia schreibt dazu, als Bismarckturm bezeichnet man Bismarck-Denkmäler, die in Form eines Turms errichtet wurden. Die überwiegende Mehrheit dieser Türme wurde zwischen Otto von Bismarcks Tod 1898 und seinem 100. Geburtstag 1915 errichtet. Vereinzelt auch davor und danach. Dann fragt man sich, ja, okay, aber warum? Also was ist mit den Leuten los? 240 Aussichtstürme, mal eben so gebaut. Dazu schreiben sie, nach seiner Entlassung 1890 als Reichskanzler setzte im Deutschen Kaiserreich eine beispiellose Bismarck-Verehrung ein, die sich nach dem Tod des Altkanzlers 1898 noch verstärkte. Come on.
Ich bin alle 174 bisherigen Bismarcktürme für dich durchgegangen, also die, die es jetzt noch gibt. Und ich werde dir nur mal ein paar davon zeigen. Einige sind nämlich sehr einfach gehalten. Wir sind hier auf der Seite bismarcktürme.net. Und ich nehme dich mal mit nach, wir fangen mal an hier, Baden-Württemberg. Und zwar ist das in Ettlingen, also ein sehr einfach gehaltener Turm. Merkt man, okay, ja, also sehr, sehr schnörkellos. Oder wenn wir Baden-Württemberg bleiben, haben wir ja noch Stuttgart, also jetzt auch nichts Besonderes. Der ist zum Beispiel ein Götterdämmerungsentwurf. Wir können hier nochmal schauen, Baden-Württemberg. Tauberbischofsheim auch wirklich, also das ist jetzt so eine Bismarck-Säule und also nicht mal sehr, sehr gerade und sauber nach oben gezogen. Oder hier nochmal als anderes Beispiel Bayern, Ansbach. Also wenn man da so guckt, so ja, okay, warum nicht? Also klar, kann sein, dass das vor 100 Jahren gebaut wurde, wirklich extrem schlicht, jetzt auch architektonisch nicht sehr überwältigend. Komm, einen machen wir noch von den sehr einfachen, hier Sachsen haben wir noch, Dresden, Kassebaude, also siehst du halt, okay, ja, ein paar Feldsteine übereinander. Dann gehen wir mal zu diesem Götterdämmerungsentwurf, hier zum Beispiel Heidelberg, das ist so dieser typische Bismarck-Turm-Stil. Und es gab wohl insgesamt 47 dieser Türme im Entwurf Götterdämmerung. Gehen wir nochmal in andere Bundesländer, hier Hessen, Hanau zum Beispiel, ist auch Götterdämmerung, also ganz, ganz typisch. Und hier sieht man es auf dem alten Bild noch, da sollte oben eine Feuerschale stehen, die also ursprünglich mal die ganze Zeit brennen sollte. Gehen wir nochmal nach Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir zum Beispiel Greifswald, ist auch Götterdämmerung. Oder in Rostock, alles der gleiche Stil. Ich will dich jetzt hier nicht langweilen. Du siehst, dass es halt ja, ein also immer gleicher architektonischer Stil ist. Und ja, jetzt recht schnörkellos und nicht sehr aufwendig. Und jetzt gehen wir mal zu den schon eher außergewöhnlichen, weil die sind natürlich interessant. Und da fangen wir mal an in Bayern in Bad Kissingen. Da sieht man schon, okay, der ist jetzt also jetzt schon mal so ein bisschen mit mehr Schnörkeln oben, doch ein Aussichtsturm ist rund, ist jetzt aber noch nicht so interessant. Gehen wir mal nach Brandenburg und zwar nach Pritzwalk. So, da sieht man schon so, aha, hier ist architektonisch doch schon viel mehr passiert. Der sieht schon viel, viel spannender aus. Bleiben wir mal in Brandenburg und gehen nach Spremberg. Der ist auch noch ganz interessant. Also da sieht man schon oben am Aufbau, okay, das ist jetzt nicht mehr einfach nur so plump. Der hat doch hier schon so kleine Anbauten, hat Fenster mit drin. Oder gehen wir mal nach Hessen und schauen uns den Turm dort an in Lindenfels. Das ist hier. Also auch einfach gehalten, aber sieht halt schon aus wie ein Gebäude, was man eher dem Mittelalter zuordnen würde. Gehen wir weiter nach Niedersachsen und hier ist zum Beispiel der Turm aus Stade und da siehst du schon, aha, also wirklich mit diesen Aufbauten, also jetzt man könnte zum Beispiel denken wie in London eher, und da sind ja viele Gebäude der alten Welt erhalten geblieben. Also ganz interessant, Nordrhein-Westfalen, da haben wir zum Beispiel Höxter, hier unten, genau, sieht man auch, okay, also da wurde sich schon mehr Gedanken gemacht, also auch mit diesem Anbau hier noch ja, auffällig und ja, viele der einfach gehaltenen Türme, die also würden sich solche Architekturen nicht erlauben. Mülheim an der Ruhr ist ja auch noch interessant. Hier unten, genau, muss man immer so ein bisschen nach unten gehen. Und hier sieht man sogar, dass es so, also wie in diesen rot-weiß gebauten, ja, also Speichergebäuden der alten Welt, dass hier sogar unterschiedliche Farbnuancen drin sind. Und ja, der ist auf jeden Fall schon architektonisch hochwertiger gebaut. Dann hier Rheinland-Pfalz nehme ich dich noch mit, Landau, da ist es auch, ups, hier verrutsche ich manchmal, so Landau, siehst du, okay, also der ist auch recht klobig, aber auch schon so ein bisschen interessanter. Und jetzt in Sachsen und Thüringen kommen eigentlich die spannendsten. Wir fangen mal hier erstmal an mit Halberstadt. Also das ist auch
hier sieht man schon so, okay, da wurde auf jeden Fall schon anders geplant. Aber das sind noch nicht die krassen, das sind nur die, die jetzt mal sich abheben von diesem ganz normalen Götterdämmerungsentwurf. Hier in Sachsen haben wir noch Bad Gottleuber. Warte, hier oben. Da sieht man auch schon, ja, die sind alle interessanter. Ich zeige dir noch 1-2 hier, Schleswig-Holstein, Aumühle ist noch spannend und dann gehen wir mal in die richtig krassen. Also hier sieht man zum Beispiel auch oben, dass da irgendwas abgedeckt ist, was mal auf dem früheren Bild noch ja, auf dem Aufbau mit drauf war. Hier sieht man halt auch diese Fenster, wie sie eigentlich eher in Sakralbauten gemacht werden. Also das ist schon spannend. Und jetzt noch Thüringen 1-2 und dann zeige ich dir mal die ja, richtig tollen Gebäude. Hier Lehesten oder Lehesten, also sieht man halt auch, okay, das ist schon hier ja, sehr auffällig und auch also wirklich eine filigranere Architektur. Dann haben wir hier noch Thüringen, wenn wir da kurz bleiben. Suhl ist auf jeden Fall noch interessant. Sieht man halt auch, ist auch eher so wie ja, so ein Mittelaltergebäude. Und noch einen aus Thüringen und dann gehen wir mal in die richtig spannenden rein. Thüringen hier noch in Wacha. So, also da sieht man schon, das hier sie sieht halt eher aus wie Gebäude als diese ja, recht plumpen Götterdämmerungstürme. Und jetzt gehen wir mal in die richtig spannenden rein. Und zwar, wir fangen mal wieder an in Bayern, in Bergassenhausen. Da sieht man halt schon so, okay, also das ist natürlich ziemlich außergewöhnlich. Aber ja, hier unten mit der Plattform noch einmal drum gebaut. Lichtenfels in Bayern ist auch spannend. Und ich sagte, das hat wirklich Zeit gekostet, sich hier durchzuklicken. Weil Lichtenfels hat auch Ähnlichkeit mit dem Turm in Göttingen. Und auch hier wieder diese ja, wirklich versetzt gebauten diese Steine halt noch, um das alles hochwertiger zu machen. Noch mit einem Balkon sogar. Dann haben wir noch Memmingen, auch in Bayern. Sieht man halt auch, sieht eher aus wie so eine Burg, so ein, ja, wie so eine kleine oder ein Überrest einer mittelalterlichen Anlage. Und dann gehen wir mal nach Brandenburg. Und zwar Burg im Spreewald. Das ist außergewöhnlich, sieht aber jetzt nicht so alt aus, habe ich aber nur mal mit aufgenommen. Interessanter ist dann hier Rathenow. Man, das ist doch wirklich ein krasses Gebäude. Und dann auch noch aus rotem Backstein, also ja, ziemlich krass. Also es sieht viel, viel älter aus und sieht halt ja auch aus, als hätte es noch eine ganz andere Funktion. Also da ist dann natürlich schon spannend, dieser Theorie von den Stone History Autoren nachzugehen und wirklich mal zu fragen, ist das also wirklich, passt das in diese architektonische Epoche rein? Also wenn man jetzt vorher gesehen hat, diese Götterdämmerungsentwürfe, die wirklich grobschlächtig, plump aus irgendwelchen riesengroßen Steinen gemacht sind und dann sieht man diese Architektur hier, da merkt man schon so, oh ja, das ist ja ein riesiger Unterschied. Wir gehen mal noch weiter nach Bremen. Da geht es weiter. Also auch hier sieht man, das ist halt ja hier mit fast so einer also kleinem Dom, nicht ganz Kuppel, aber auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Architektur. Oder Hamburg. Man hat auch sieht so, okay, wow, da blende ich dir gleich noch 1-2 andere Bilder ein, weil man kann halt erkennen, dass hier in Hamburg dieser Turm zu einem größeren Komplex gehörte, also Hornharts Etablissement. Der wurde erst später dann in einen Bismarckturm umbenannt und gar nicht als solcher erbaut. Ja, aber auch der Autor auf Stone History schreibt, naja, also ich will nicht zu viel sagen, aber ich denke, die Bilder alleine reichen aus, um stutzig zu werden. Wir gehen mal weiter nach Mecklenburg-Vorpommern und zwar zum Seebad Heringsdorf. Sieht man halt auch, dass es hier also schon nochmal eine andere Architektur ist, also eher so wie, ja, wie so eine Kathedrale halt oder wie so ein Teil einer Kathedrale. Dann haben wir noch Niedersachsen, da haben wir hier Göttingen, den hatte ich dir ja schon gezeigt, also der ist wirklich extrem auffällig im Vergleich zu ja, diesen anderen Entwürfen, die ja extrem einfach gehalten sind. Und dann haben wir hier noch Nordrhein-Westfalen.
Aachen, der dem königlichen Fernheitswerk in Dresden sehr ähnlich ist, halt auch mit dieser Querverbindung. Ich blende hier auch Dresden nochmal mit ein. Und auch mit diesem Dachaufbau und der Verzierung und ja, dieses Fernheitswerk Dresden, da habe ich ja schon mal ein extra Video zu gemacht, ist ja auch wie eine Kathedrale ausgerichtet, sogar mit dieser Ost-West-Ausrichtung und hat halt auch dieses typische Kreuz und ja, war angeblich ein Heizwerk, wo man halt auch auf die Idee kommen kann, na, das sieht eher aus wie die Architektur der alten Welt und hier ist es halt eigentlich wieder ganz genauso. So, ich habe noch 1-2 Sachsen-Anhalt. Haben wir hier Burg bei Magdeburg, der ist halt auch noch ja, schön und auch aufwendig und ja, sticht halt eben auch hervor, ist halt auffällig. Oder Salzwedel haben wir noch, ups, so und zwar hier, sieht man halt auch, sieht wieder aus wie der Turm von Göttingen, also eine ganz andere filigrane Backsteinarchitektur, also wirklich ja, sehr auffällig. Dann haben wir hier auch noch mal Wein. Ups, warte. Wo war es denn? Ach hier. 1212. Dann haben wir hier noch in Sachsen, ich gehe noch mal zurück, Weinböhler. Sicherlich also eine der schönsten Anlagen. Und auch von oben sieht man, also dass da noch so extra kleine Türmchen drum sind, so eine riesige Terrasse noch mit dazu gebaut. Also einfach wunderschön. Und ich zeige dir noch zum Abschluss zwei aus Thüringen, weil da sind auch mit die schönsten Bismarcktürme hier aus dem Ort Kyffhäuserland. Also sieht halt auch wie so eine mittelalterliche Festung aus. Und noch einen zum Abschluss aus Weimar. Haben wir hier, da siehst du halt auch so, okay, das ist eher wie so ein Elfenbeinturm oder ein Schloss oder irgendwas.